Herzlich willkommen, mein Name ist Eugen Denisenko. In diesem Video möchte ich gerne mal über das Thema des Trading Mindsets aufklären, denn es gibt immer noch ganz, ganz viele Trader, die immer noch der Meinung sind, dass das ausschlaggebende Problem, warum sie nicht erfolgreich sind, ihr Trading Mindset ist oder ihr nicht vorhandenes Mindset ist. Und warum das in den größten Fällen absoluter Schwachsinn ist, das möchte ich jetzt in diesem Video mal näher bringen und erklären. Ihr kennt sicherlich, du brauchst, um profitabel traden zu können, das richtige Mindset, das richtige Trading Mindset. Wenn du es nicht hast, arbeite an dir selber. Deine Verluste kommen deshalb zustande, weil dein Mindset nicht das richtige ist. Ich kann dir jetzt schon sagen, im Großteil aller Fälle, wo das behauptet wird, sind es einfach nur Coaches, die ihre Schuld von sich abweisen möchten, mit der Ausrede, mit der banalen Ausrede, dein Mindset ist nicht das Richtige. Alles wird auf das Mindset geschoben. Man möchte im Grunde genommen einfach die Schuld von sich abwälzen und sich nicht eingestehen, dass man selber einfach nur, auf gut Deutsch gesagt, scheiße ist. Und das ist einfach der Großteil der Coaching-Szene. Das, was einem beigebracht wird, ist purer Schwachsinn, ist Humbug. Diejenigen, die das verkaufen, diejenigen, die das einem beibringen, sind selber noch lange nicht erfolgreich, leben selber nicht vom Trading, geschweige sind überhaupt auch nur ansatzweise profitabel. Und das, was dann halt immer kommt, ist, ja, du bist deshalb nicht erfolgreich, weil nicht meine Setups, die ich dir beigebracht habe, nicht funktionieren, sondern weil dein Mindset nicht das Richtige ist. Und so kann man relativ schnell in einem Satz die Schuld von sich abweisen. Thema Mindset, ja. Was hat es überhaupt mit dem Mindset auf sich? Das Mindset ist ein eigentlich relativ banales Thema, wenn man das Ganze mal runterbricht und mal wirklich schaut, wo sind denn die Kernprobleme bei den meisten Tradern? Und was definieren wir als Mindset-Fehler und was ist auf andere Dinge zurückzuführen? Unter Mindset-Fehler verstehe ich ganz klar Folgendes. Wenn du einem Mindset-Fehler unterliegst, dann bedeutet das, dass du nicht diszipliniert genug bist, dass du irgendwo faul bist und nicht da genug dafür tust, um dahin zu kommen, wo du gerne wärst. Dass du nicht beharrlich genug bist und einfach ja, nicht selbstbewusst bist. Das ist das, was ich unter einem Mindset-Problem verstehe, der persönlichen Charakterschwäche zuzuschreiben ist. Jeder, der nicht von sich aus gerne an sich arbeitet, an seinem Trading arbeitet, sich nach dem Trading nochmal hinsetzt, Reviews führt, seine Trades analysiert, das sogenannte Research durchführt, was wirklich in vielen Fällen einfach langweilig, stupide und trocken ist. Aber es sind die Hausaufgaben eines jeden Traders, die zu erledigen sind. Und wenn man die eben nicht macht, braucht man sich nicht wundern, wenn am Ende die Note eine relativ schlechte ist. Ja, wenn ein Verlust nach dem anderen eingefahren wird, weil man sich nicht um die Kernprobleme seines Tradings kümmert, indem man halt seine Analyse durchführt, der Daten, die man im Trading gesammelt hat, im Research gesammelt hat. Nur so funktioniert profitables Trading. Du bist für dich selber verantwortlich, das musst du begreifen. Es gibt keinen, der hinter dir steht, im Optimalfall schon, aber auch da ist meine Meinung, ein wirklich profitabler Trader, der hauptsächlich sein Geld mit Trading verdient, wird keine 1-zu-1-Sessions verkaufen oder einen 1-zu-1-Support verkaufen, weil da so viel Zeit drauf geht. Die Zeit, diesen Stundensatz, den kann sich niemand leisten. Ja? Ohne arrogant zu klingen oder zu überheblich zu klingen. In der Stunde, die ich 1-zu-1 mit jemandem verbringen würde, ja, ich würde ihm wahrscheinlich einen ungemeinen Mehrwert bieten, aber dafür müsste er 2.000, 3.000, 4.000 Euro zahlen für die Stunde und das kann sich kein Mensch leisten, weil in dieser Stunde kann ich 2.000, 3.000 problemlos aus dem Markt rausziehen. Im Bestfall, so wie jetzt vorgestern, 28.000 Dollar an einem einzigen Tag. Wenn ich diesen einen einzigen Tag füllen würde mit 1-zu-1 Termin, würde ich auf wie viel kommen? Vielleicht maximal bei 10 Terminen 100 Euro die Stunde, 1.000 Euro? Im Leben nicht. So, deswegen kannst du pauschal sagen, jeder, der so 1-zu-1 Coachings anbietet, wird höchstwahrscheinlich nicht viel Wert auf seine Zeit legen und entsprechend auch nicht viel Geld mit dem Trading verdienen. So, aber zurück zum Thema, du bist derjenige, der sich um dich zu kümmern hat. Du musst dein Research machen, du musst die Daten analysieren. Viele wissen nicht, wo sie da anfangen sollen.
Aber das ist letzten Endes der ausschlaggebende Grund, warum ein Trader langfristig profitabel wird oder eben nicht. Wenn du immer wieder denselben Scheiß wiederholst, immer wieder dieselben Fehler machst, nie auf den Trichter kommst, warum diese Fehler zustande kommen, durch diese eigene Analyse, hast du auch niemals die Möglichkeit, dein Trading zu optimieren und zu erweitern. Stetige Optimierung ist das, was einen langfristig profitabel macht. Wenn du dich aber mit deinen Verlusttrades, mit den ganzen Daten, die dir der Markt gibt, das ganze Feedback, was du aus dem Markt, aus der Trading Session bekommst, wenn du das nicht richtig verarbeitest, dann wirst du auch niemals die Möglichkeit haben, langfristig profitabel zu werden. Das ist das große Problem. Auch in der Coaching-Szene, dir werden diese Setups beigebracht, sie werden dir verkauft. Verkauft als, ja, lern das, führ das 1:1 immer so aus und das wird schon. Wie so eine Checkliste, die du jedes Mal abratterst. Diese Eigensystematik der Setups oder diesen heiligen Gral, der immer funktioniert, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Sprich, du wirst so oder so, wenn du profitabel werden möchtest, dich damit abfinden müssen, dass du dich selber profitabel machen musst. Mit Eigeninitiative, mit der eigenen Arbeit. Und da gehören einfach solche trockenen Dinge wie analysieren, researchen, backtesten einfach dazu. Und wenn du das eben nicht machst, dann wirst du vermutlich auch einem solchen Mindset-Problem unterliegen, dass du nicht diszipliniert genug bist, dass du nicht die eigene Initiative ergreifst und arbeitest, ja, dass du einfach faul bist. Ich meine, wenn du zu Hause dir was kochst und isst, dann hast du danach auch deinen Abwasch durchzuführen. Ja, selbstverständlich möchte man nicht abwaschen. So, aber das ist auch Teil dessen, dass man für Ordnung sorgt und dass man einfach ein funktionierendes System hat. So ist es auch im Trading. Wenn du nur Spaß daran hast zu traden und dann halt immer, ja, diese emotionalen Achterbahn fährst und am Ende fährt das Ganze runter, deine Euphorie fährt runter und du denkst jetzt nach so einem erfolgreichen Trading-Tag Buch zu führen und Research zu betreiben, gucken, was ich falsch gemacht habe, nee, darauf habe ich keine Lust, darauf habe ich keinen Bock. Boom, hast du ein Mindset-Problem. Das ist dann der große Fehler. Was tatsächlich dann im Trading das große Problem ist, wo man sich immer sagt, okay, Mindset, das Problem, ist das Thema der Emotion. Also hier musst du wirklich unterscheiden, Mindset, sprich, du willst tatsächlich an dir arbeiten, du willst dein Trading tatsächlich aufbauen und B, wie gehst du mit Emotionen um? Das muss man komplett voneinander trennen, ja. Disziplin, Beharrlichkeit und so weiter und so fort, Work Ethic, ja, sodass du wirklich arbeitest, von dir aus arbeitest und Dinge tust, das ist das eine, das ist der Punkt Disziplin und der andere Punkt sind Emotionen und da dürfte eigentlich keiner ein Problem haben und das ist aber das, wo die meisten ein Problem haben. Die meisten sind vor den Rechnern, traden und auf einmal kommt Angst rein, es kommt Stress rein. Es kommt Wut rein, Emotionen kommen hoch. Bei guten Trades kommen Glücksgefühle hoch, die haben auch nichts am Markt verloren. Ja? Und das ist das große Problem. Emotionen dürfen zu keinem Punkt am Markt hervorgerufen werden. Es soll so rational wie nur möglich ablaufen. Emotionen, sage ich immer, kommen dann zum Vorschein, wenn du keine Ahnung mehr von dem hast, was du da eigentlich machst. Beispiel Stress, Beispiel Wut. Wann kommt denn die Emotion Wut zum Vorschein, wenn du ausgestoppt wurdest? Ausgestoppt werden ist Teil des Geschäfts. Ausgestoppt werden, Verluste akzeptieren, das wird so oder so immer wieder vorkommen. Die Frage ist, welche Emotion rufen denn diese Verluste, diese Ausstopper in dir hervor? Wenn sie Wut, Aggression, Stress, Traurigkeit hervorrufen, dann hast du ein entscheidendes Problem in deinem Trading. Und das ist nur immer auf einen einzigen Punkt herbeizuführen, und zwar das Risiko. Dein Risikomanagement war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Wenn du ein solides Risikomanagement hast, wie ich beispielsweise, wo du nie mehr zwischen 0,1 bis 0,5% deines Tradingkapitals für einen Trade riskierst, wirst du niemals Stress empfinden, wenn der Markt mal gegen dich läuft, oder Wut empfinden, wenn du ausgestoppt wirst. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Du siehst über ihn hinweg, ist Teil des Geschäfts und es geht weiter. Selbstverständlich, wenn du 20, 30, 40, 50, 80, 100% deines Kontos
in einem einzigen Trade verloren hast, kommt Angst, kommt Existenzangst, kommt Wut, ja, kommen 100 Millionen Emotionen zum Vorschein, die du wahrscheinlich sogar noch nicht kanntest, Hoffnungslosigkeit, ja, Trauer, wie auch immer. Das ist immer nur dem Risikomanagement herbeizuführen. Also wenn du mit Kontrakten arbeitest, die einfach viel zu hoch sind, wenn du mit Stops arbeitest, die viel zu hoch sind, wenn du ohne Stops arbeitest, wenn du Stops in deinem Verlustfall nachziehst, wenn du im Verlustfall weitere Kontrakte reinschiebst, immer schön Benzin ins Feuer dazu gießt und am Ende so ein großer, horrender Verlust zustande kommt, den du einfach nie hättest realisieren dürfen, weil du einfach von Anfang an nicht mit so viel Risiko hättest traden dürfen, dann kommt Emotion rein. Und dann heißt es am Ende, dein Mindset ist das Problem. Das Mindset ist nicht das Problem. Wenn du dich dafür entschieden hast, Trader zu werden, jeden Tag dafür arbeitest, am Markt bist, die Märkte analysierst, den Markt beobachtest, sogar auf der Arbeit zwischenzeitlich mal in die Kurse guckst, wenn du dich am Wochenende hinsetzt, Research betreibst, dann ist dein Mindset vollkommen in Ordnung. Ja, wenn du diszipliniert genug bist, wenn du das tust, was getan werden muss, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest, dann bist du bereits im richtigen Mindset. Aber das Problem sind die Emotionen und diesen emotionalen Part, um den musst du dich kümmern. Wie kümmerst du dich darum? Indem du dir einfach einen Trading-Plan aufsetzt. Mit einem klaren Tagesverlustlimit, mit klaren Positionsgrößen pro Trade. Wie hoch ist das Risiko, also welche Summe riskiere ich pro Trade maximal? Und die Summe darf nur einen minimalen Bruchteil, darf nur ein minimaler Bruchteil von meinem Trading-Kontostand sein. Und wenn du das machst, ja, wenn du jetzt deine Size reduzierst, deine Size halbierst, deine Stop-Losses entsprechend anpasst und du dann ausgestoppt wirst und es keinen großen Impact, keinen großen Einfluss auf dein Trading-Konto hat, ja, dann hast du alles richtig gemacht. Und dann kommen auch diese Emotionen mit der Zeit nicht mehr zum Vorschein. Selbstverständlich ärgert man sich dann vielleicht über den einen oder anderen Stop am Anfang. Aber mit der Zeit lernst du die Akzeptanz dieser Verluste und verstehst, dass es Teil des Geschäfts sind. Klar, wenn du jetzt 10%, 20%, 30% deines Trading-Kontos verlierst, wirst du sauer sein und wirst die Emotion immer wieder hochkochen lassen. Und wenn das so sein sollte, wenn du sehr emotional im Trading bist, dann hinterfrage mal, woran es wirklich konkret bei dir liegt. Und meistens ist es, wie gesagt, das Risiko. Wenn du nicht 20%, 30%, 40% deines Kontos verlierst, dann wirst du auch in der Regel keine Emotionen verspüren. Wichtig ist natürlich auch die Gegenseite. Also du hast natürlich auch teilweise Momente, wo du ein Vielfaches von deinen Verlusten mal gewinnst und dir denkst, wow, jetzt habe ich gerade irgendwie mal eben einen CRV von 10:1 gehabt. Ja, habe vielleicht einen Verlust eingefahren und jetzt das 5-, 6-, 10-fache von dem Verlust wieder reingeholt. Auch da darf die Euphorie nicht zu hoch sein. Wenn du euphorisch bist, wenn du zu übermotiviert bist, dann kommst du relativ schnell in einen Höhenflug, der dich auch wieder in eine Lappalie bringen kann, wie Overtrading, wo du relativ schnell das, was du da verdient hast, wieder abgeben wirst. Deswegen schau, dass du dich da auch wieder auf den Boden zurückholst. Ich habe ja bereits in unseren Trading-Lesson mal so ein bisschen was zur Grundstimmung eines Menschen erklärt. Kann ich gerne auch nochmal auf YouTube darauf eingehen, wie du deine Grundstimmung immer wieder von unten nach oben zurückholst, von oben nach unten zurückholst, sodass du halt immer relativ neutral bist. Und diese Neutralität, diese Rationalität, die brauchst du einfach am Markt. Und wenn du sowieso ein relativ feuriger Mensch bist, der sehr euphorisch, sehr aktiv ist, dann wird es natürlich nochmal etwas herausfordernder, sich da entsprechend runterzuholen. Bei rationalen Menschen, sehr blauen Menschen, das ist wie mir zum Beispiel, ist es sehr, sehr einfach. Ich bin auch ein sehr introvertierter Mensch, deswegen kann ich auch eine ganz klare Ruhe am Markt aufbauen. Und wenn du da entsprechend auch mit dem richtigen Tradingplan arbeitest, mit richtigem Risiko arbeitest, dann wirst du auch niemals in das Problem des Mindsets verfallen. Deswegen lass dir nicht einreden, dass dein Trading-Mindset nicht das Richtige ist oder dass du irgendwie nicht erfolgsorientiert bist oder sonst was, dass du mal über den Tellerrand hinausdenken musst und alles Bullshit. Das wird, wie gesagt, meist darauf geschoben, weil wenn das Trading nicht passt, wenn du da die ganze Zeit Verluste einfährst, dann ist es nie das Trading-System von dem Coach. Es ist nie das Trading-System, es ist dein Mindset da. Du bist selber daran schuld. Und selbstverständlich, ich sage auch immer, wir geben dir alles, was du benötigst. Wir geben dir die Ziegelsteine, den Meißel, die Schaufel, den Zement und so weiter und so fort. Ob du am Ende die Wand hochziehst, hängt von dir ab. Aber alles, was du dafür benötigst,
werden wir dir geben. Und so ist es tatsächlich. Ja, am Ende ist es immer die eigene Verantwortung und die eigene Arbeit, die man reinlegt und was man mit dem, was man da bekommen hat, macht. Aber auch da muss man sagen, oftmals das, was man bekommt, ist einfach nur Bullshit und die Wand, ja, ist schon zum Brechen von Anfang an verurteilt, beziehungsweise zum Fall verurteilt. Und du würdest niemals eine solide Wand hochziehen können, weil das Fundament, auf dem du aufbaust, einfach grottenhaft schlecht ist und selber nicht von Erfolg gekrönt sein kann, weil es selber bei der Person, die es halt ins Leben gerufen hat, noch nicht mal funktioniert. Deswegen schau immer bitte, dass wenn du Informationen dir einholst, wenn du dich informierst, dich im Trading weiterbildest, dass die Informationen, die du dir einholst, auch tatsächlich geprüft sind bzw. zuverlässig sind und die Person, die dir da versucht, was zu verkaufen, selber damit Erfolg hat. Ja? Deswegen so viel zum Thema des Trading-Mindsets. Lass mich doch gerne deine Meinung dazu wissen, was du davon hältst. Vielleicht hast du dir auch noch was hinzuzufügen und ich bin gespannt. Ja? Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, vielleicht auch ein Abo. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald.